Hallo ihr Lieben, ich hole euch noch eine Rezension und zwar zu einem zweiten Teil, aber nicht wie sonst, dass man jetzt abschalten müsste, weil man sich sonst spoilert oder irgendwas. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Also ihr könnt die komplette Rezension gucken, ohne euch zu spoilern, auch wenn ihr den ersten Teil nicht kennt. Ich rede von der Reihe These Broken Stars. Das ist jetzt hier der erste Teil. Das ist Lilac und Taver. Im Carlsen Verlag erschienen von der Emmy Kaufmann und der Megan Spooner. Und der zweite Teil, der sieht so aus, ein bisschen in Blau gehalten, Jubilee und Flynn, ebenfalls im Carlsen Verlag erschienen und kostet 19,99 €. Das sind beides Hardcover, die unter dem Schutzumschlag schon wunderschön aufgemacht sind. Wir schauen mal kurz unter den Umschlag vom ersten Teil. Schaut, der sieht da so aus, finde ich total schön. Und vom zweiten Teil, der sieht so auf, auch schön. Irgendwann dieses Jahr, im Frühjahr diesen Jahres, wobei im Frühjahr, ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, wann erscheint dann noch der dritte Teil, der ist ein bisschen größer gehalten und ja, darf man drauf gespannt sein. Bei mir geht es heute um den zweiten Teil und wie ich schon gesagt habe, keine Angst, ihr spoilert euch nicht, denn Teil 1 und Teil 2 sind tatsächlich zwei unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Protagonisten. Ich habe jetzt schon oft das gehört, dass man den zweiten Teil jetzt nicht für sich lesen kann. Der Meinung bin ich aber jetzt überhaupt nicht. Also klar, es kommen die Protagonisten aus dem ersten Teil, die Lilek und der Taver, in diesem Teil auch kurz vor. Die haben so eine Art Gastrolle und Nebenrolle. Und natürlich beziehen die sich auch so ein bisschen auf den ersten Teil, aber ich habe das Gefühl, also eigentlich erklärt sich da dann auch alles von selbst. Was ein bisschen wegbleibt, was vielleicht ein bisschen schade ist, ist so dann dieser Aha-Effekt. Also den werdet ihr dann nicht haben. Und es geht auch nicht, dass wenn ihr diesen Teil lest und dann sagt, ha, jetzt habe ich Lust auf den ersten Teil, da habt ihr euch dann natürlich selber gespoilert, weil so rum funktioniert es leider nicht. Hier jetzt eigene Geschichte, ganz kurz, worum geht es. Und zwar geht es um die Jubilee und den Flynn. Die leben auf einem Planeten und dieser Planeten hat sich diesen Terraforming unterzogen. Da hat sich der erste Teil auch schon drauf bezogen und soll quasi bewohnbar machen oder bewohnbar gemacht werden. Und da die Bewohner des Planeten irgendwie so ein bisschen sich verschaukelt fühlen von der Regierung und irgendwie das Gefühl haben, die Entwicklung des Planeten wird so ein bisschen ausgebremst und geht nicht so richtig voran, wie sie eigentlich vorangehen sollten, hat sich so eine Art Rebellion oder so eine Art Rebellen gebildet, die in einem Sumpfgebiet wohnen, also der Planet ist sehr versumpft. Und Jubilee ist eine Soldatin durch und durch und versucht so ein bisschen diese Rebellen in Schach zu halten und da so ein bisschen wie die Polizei zu dienen auf dem Planeten und die Bevölkerung zu schützen, was sie als ihre Aufgabe ansieht. Jubilee wird dann entführt von Flynn. Flynn gehört zu den Rebellen. Seine Schwester hatte vor einiger Zeit eine Riesenrebellion angeführt und hätte es fast geschafft, da die Regierung zu stützen und alles. Und das ist aber nicht gut ausgegangen. Und Flynn ist so ein bisschen zwiegespalten. Also klar, er hätte gern, dass es seinem Volk besser geht und dass es dem Planeten besser geht. Aber er ist der Meinung, das kann man mit Gewalt überhaupt nicht machen. Und er sucht da so ein bisschen eine friedliche Lösung. Und entführt deshalb die Jubilee, um da eventuell eine Verhandlungsbasis mit der Regierung zu haben und vielleicht irgendwas Gutes gegen sie in Austausch zu bekommen. Ja, ich weiß gar nicht immer, was ich euch alles verraten soll, weil ich habe dann immer Angst, dass ich euch irgendwie zu viel wegnehme von der ganzen Geschichte und von der ganzen Story und ja. Fremde Welten, fremde Planeten, Soldatin und Rebell und natürlich kommt dann auch noch ein bisschen Liebe und sowas. Das bleibt nicht aus. So, das sind eigentlich so die Grundsätze. Es ist eine Sci-Fi-Fantasy-Geschichte, die sehr kriegerisch ist.
Also der erste Teil, der war ein bisschen ruhig, der war ein bisschen, das war so eine stille Sci-Fi-Dystopie, die jetzt nicht groß die Action oder sowas drin hatte, sondern sehr ruhig war und mehr so auf das Erforschen des Planeten und der Welt und sowas aus war. Jetzt hier wird es wirklich sehr actionreich und sehr kriegerisch. Also wem der erste Teil zu still war, das kann sich tatsächlich nochmal an den zweiten Teil ranwagen, weil der ist irgendwie was ganz anderes. Mir hat er gefallen, mir hat er auf jeden Fall gefallen. Also ich will auf jeden Fall den dritten Teil lesen, aber mir hat er nicht ganz so gefallen wie der erste Teil. Der erste Teil hatte für mich so einen gewissen Wow-Effekt und so einen Überraschungsmoment drin, wo ich total geschockt war. Der kam jetzt hier leider nicht vor. Der fehlte jetzt hier leider. Man kannte dann auch schon die Welt und man kannte dann auch schon so ein bisschen die Hintergründe und dafür war er halt sehr, sehr actionreich und es passiert wahnsinnig viel. Also man hat dieses Buch in einem Rutsch durchgelesen. Man kann es eigentlich nicht weglegen, weil es keine Pausen gibt, was mir halt jetzt nicht so gefallen hat. Also ich hätte da mir ganz, ganz gerne mal eine Atempause und einmal zum Luftholen was gewünscht. Das geht ja gar nicht. Also wirklich, es rast durch die Geschichte, sodass man dieses Buch echt nicht weglegen kann. Also man kann es nicht zur Seite legen, weil oft ist es dann so, ich denke mir so, ja, okay, wenn jetzt ein bisschen Ruhe ist, dann lege ich es weg und lese es ein andermal weiter. Das geht hier gar nicht. Also es überschlägt sich wirklich alles. Die Charaktere, Jubilee war jetzt nicht so mein Fall. Also sie ist wirklich eine Soldatin, wie sie im Buche steht und verhält sich auch so und spricht auch so und denkt auch so und ist auch so. Flynn gefiel mir da schon besser. Also den mochte ich wirklich sehr, sehr gern, weil der hat schöne Ansichten, die mir auch gefallen hat, mit denen ich mich auch identifizieren konnte. Und der war auch wirklich nett und süß und lieb und ja, einfach toll. Also das war ein schöner Charakter. Zusammengepasst haben die zwei leider nicht so. Also da war beim ersten Teil, das war besser. So Jubilee und ja, nicht Jubilee. Lilek und Taveh, die beiden haben ja wirklich gepasst wie Faust aufs Auge. Das war jetzt hier nicht so. Ich fand die zwei, die passten irgendwie nicht so richtig zusammen. Was wahrscheinlich meine Probleme mit dem Buch so ein bisschen gemacht hat. Ich fand es toll. Ich kann es weiterempfehlen. Wirklich für Dystopie und Sci-Fi-Fans auf jeden Fall. Wie gesagt, wem der erste Teil zu still war, der sollte sich auf jeden Fall den zweiten Teil vornehmen, weil der ist sehr, sehr actionreich und da passiert wahnsinnig viel. Aber wer den ersten Teil so ganz toll fand und super fand und so das Entdecken toll fand und dieses Kennenlernen von diesen fremden Planeten wahnsinnig gemocht hat und der da auch so überrascht war wie ich und sowas, das würde er hier dann leider nicht finden. Ich bin gespannt, wie der dritte Teil ist. Der verspricht ja nochmal ganz was anderes und ganz andere Charaktere als jetzt in den ersten beiden Bänden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also für mich ist es wirklich eine Reihe, eine sehr lesenswerte Reihe, die ganz weit oben mitspielt. Und ja, wenn ich es jetzt in Sterne ausdrücken müsste oder in Punkten ausdrücken müsste, es ist kein Fünf-Sterne-Buch für mich, aber es ist ein Vier-Sterne-Buch, was ja auch was Gutes ist. Und ich sage, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!